Der Zug hat ein Klavier und einen Klavierspieler an Bord. Nur der Klavierspieler aus Casablanca ist noch trauriger als der vom Orient Express. Champagner bis zur Geisterstunde. Der Zug fährt gerade durch das Elsass. Es spielt aber eigentlich gar keine Rolle. Draußen könnte auch Kalabrien oder Lappland vorbeiflitzen. Niemand wäre verwundert, wenn der Zug auf offener Strecke hielte und der alte Hitchcock selig würde zusteigen. Es ist Europas schönste Geisterbahn. Der Venise-Simplon-Orient-Express. Planmäßige Abfahrt, Venedig-Hauptbahnhof, Mittwoch und Samstag, 10.55 Uhr. 1.900 Mark, Mahlzeiten inbegriffen. Kinder zahlen die Hälfte. Kein Seniorenpass. Die Eisenbahnbrücke bei Maidenhead überspannt die schmale Themse oberhalb von Windsor. Nichts erinnert daran, dass die Brücke den Ort der Handlung abgab für das schönste, wildeste, raffinierteste Eisenbahnbild, das wohl je gemalt wurde. Es heißt Rain, Steam and Speed, Regen, Dampf und Geschwindigkeit von William Turner. Von allen malenden Engländern der originellste, ein Genie an Geschick und Fleiß, unübertroffen als Imitator und als Erfinder eigenwilligster Bilder. Der Erfolg flog ihm zu. Das rasante Empire hatte einen Heißhunger auf junge Genies, vor allem, wenn sie den traditionellen Formen gehorchten. Der junge Turner malte traditionell, nach Art der alten Meister. Landschaften, antike Episoden, Seestücke, Naturgewalten, die Alpen, immer wieder Venedig. Ein romantischer Großmeister. Aber auf einmal fegt Turner alles Klassische aus seinen Bildern. Licht und Schatten explodieren, wahre Orkane aus Feuer und Schatten brechen los. Schiffe, Brücken, Städte flammen in undurchdringlichen Nebelwänden. Das entsetzte Publikum protestiert. William Turner, geboren zu Lebzeiten Mozarts, malt jetzt, als habe er sich ins nächste Jahrhundert verirrt. Das Bild Regen, Dampf und Geschwindigkeit, gemalt im Jahr 1840. Eine Lokomotive vom Typ Eagle rollt über die Brücke von Maidenhead, dahinter 6-8 Wagen. Keine technischen Einzelheiten, dafür Urgewalten drumherum. Die Eisenbahn war noch ganz neu, eben hatte die technische Revolution eingesetzt. Dichter dichten über den Dampf und über das Wunder der Geschwindigkeit, über das gezähmte Feuer, über die neue Lust zu reisen. Turner nicht. Seine Eisenbahn ist ein Teil des Nebels. Er traut ihr nicht. Er lässt sie über die Brücke kommen, unter der eine ungewisse Themse geistert. Gleich hinter der Eisenbahnbrücke von Maidenhead wogt dieses Feld. Und wenn man sich Zeit nimmt, dann kommt durch den englischen Himmel auch einmal die Sonne. Nein, Turner war an moderaten Landschaften mit Zugverkehr nicht interessiert. Er beharrte auf Regen und Dampf und auf Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Die Kunst war von ihr bald sehr fasziniert. Am besten gelang natürlich dem Film, das Phänomen Geschwindigkeit zu fassen, mit extrem kurz gehackten Schnitten die rasende Gewalt der Eisenbahn nachzuahmen. Und Turner? Wie malte der alte Turner Geschwindigkeit? Fast nicht. Denkt man sich ein Haltesignal an den rechten unteren Bildrand, dann könnte das Bild auch heißen Anhaltender Zug auf der Brücke von Maidenhead. Turner versteckt in seinem Dickicht aus Pinselstrich und Schatten einen Trick. Diesen Hasen, der auf die Brücke geraten ist und jetzt vor der feuerspeienden Lokomotive um sein Leben rennt. Und weil jeder Betrachter wusste, wie schnell ein Hase läuft, darum ahnte er auch, wie schnell Turners Zug fuhr. Etwa 40 Stundenkilometer. Ganz Europa war jetzt im Eisenbahnrausch. Drüben in Amerika und hinten in Indien krempelte die Eisenbahn alte Strukturen um.
Der Dampfzug war bald unerlässlich zum Reisen, Verfrachten, Umziehen, Krieg führen. Nichts hat das 19. Jahrhundert so bestimmt wie die Eisenbahn. Und die Maler? Adolf Menzel malt diesen Zug, wie er von Berlin nach Potsdam dampft. Aber es könnte ebenso gut ein Pferdegespann sein. Claude Monet macht sich aus der neuen Geschwindigkeit noch weniger. Er schaut aus dem Bahnhof Saint-Lazare auf das blaue Licht, auf Rauch und Dampf. Das alles hat Turner nicht interessiert. Wie ein Zug einfährt, das Glück oder der Abschiedsschmerz der Fahrgäste, es war ihm egal. 10 Jahre nach seinem einzigen Eisenbahnbild ist er gestorben. Alle Gemälde und 19.000 Zeichnungen vermachte er seiner Nation. Auch das geniale Vexierbild Regen, Dampf und Geschwindigkeit mit dem armen Hasen, der vor der Lokomotive Igel um sein Leben rennt. Verehrte Zuschauer, morgen berichten wir in der Reportage am Montag über das Leben junger GIs in Deutschland, über einen Teil deutsch-amerikanischer Wirklichkeit also. Okay, erzähl du was über Amerikaner GIs hier in Deutschland. Also, die amerikanische GI, was ich fühle, ne, die möchte hier nicht sein, wegen die bin die Deutschen.